Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, sehr geehrte Besucher. Wir Bürger in Wut sind gegen ein Einwanderungsgesetz zur jetzigen Zeit und dies aus guten Gründen. Die alternde Gesellschaft und der Fachkräftemangel lassen keinen Zweifel mehr. Deutschland ist langfristig auf Einwanderung angewiesen, heißt es einleitend im Antrag der Senatsfraktionen. Doch, meine Herren und Damen, es bestehen erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Aussage. Bereits die Behauptung, es gäbe in Deutschland einen Mangel an Fachkräften, ist in dieser pauschalen Form ein Mythos, wie unter anderem die Bundesagentur für Arbeit festgestellt hat. Und das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut WSI kommt in einer gerade öffentlichen Studie zu dem Schluss, dass es in Deutschland nicht an Arbeitskräften, sondern an der Bereitschaft der Unternehmen fehle, angemessene Löhne zu bezahlen. Außerdem sei daran erinnert, dass hierzulande noch immer 2,3 Millionen Arbeitslose registriert sind. Hinzu kommen Hunderttausende Menschen, die eine neue Arbeit suchen, jedoch nicht in der Statistik auftauchen. Und was ist mit den knapp 15 Millionen Arbeitslosen in anderen EU-Staaten, die im Rahmen der europäischen Freizügigkeit auch ohne Einwanderungsgesetz nach Deutschland kommen dürften? Arbeitskräfte stehen der deutschen Wirtschaft aktuell also in ausreichender Zahl zur Verfügung. Man muss dieses Potenzial nur mobilisieren. Richtig ist, dass die Bevölkerung in Deutschland wegen der demografischen Wandel mittel- und langfristig zurückgehen wird und damit auch die Zahl der Erwerbspersonen. Daraus lässt sich aber nicht einfach der Schluss ableiten, dass wir kompensatorische Zuwanderung benötigen, um die vermeintlichen Lücken zu schließen. Immer mehr Experten gehen nämlich davon aus, dass infolge der fortschreitenden Digitalisierung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz, die sogenannte vierte industrielle Revolution, ein Großteil der heute vorhandenen Arbeitsplätze bereits in den nächsten 15 Jahren verschwinden werden. Die vierte industrielle Revolution hat eine andere Qualität, meine Damen und Herren, denn die neu zum Einsatz kommende künstliche Intelligenz konkurriert mit den Menschen erstmals auf kognitiver Ebene. Vor allem für erwerbsfähige Personen mit mittlerer und geringer Qualifikation wird es deswegen immer weniger Beschäftigungsangebote geben. Es ist deshalb grotesk, wenn SPD, Grüne und FDP in ihrem Antrag neben dem Zuzug hochqualifizierter Arbeitskräfte auch die Einwanderung von Menschen anderer Qualifikationsniveaus fordern. Denn gerade für diese Gruppen wird das Risiko leider, künftig von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein, immer mehr steigen. Wir Bürger in Wut bleiben dabei, das dicht besiedelte Deutschland ist zwar das Ziel von erheblicher Zuwanderung, aber kein Einwanderungsland. Einwanderung ist von der Aufnahmegesellschaft gewollte und mit Hilfe festgelegter Kriterien gesteuerte Zuwanderung ausländischer Staatsbürger, die auf Dauer bleiben sollen. Diese Merkmale erfüllt nur ein verschwindend kleiner Teil der Migranten, die in den letzten Jahrzehnten nach Deutschland gekommen sind. Dazu rechnen insbesondere hochqualifizierte Inhaber der sogenannten EU Blue Card. Eine andere Frage ist, ob Deutschland zum Einwanderungsland werden soll. Das muss davon abhängig gemacht werden, ob auch in langfristiger Perspektive Arbeitskräfte aus Drittstaaten benötigt werden, um den Personalbedarf der Wirtschaft zu decken. Und ob ein solcher Personalbedarf wegen der laufenden technologischen Umwälzungen in Zukunft bestehen wird und wenn ja, in welchem Umfang, bleibt eben abzuwarten. Die Debatte über ein Einwanderungsgesetz kommt deshalb heute viel zu früh. Aber den Antragstellern von SPD, Grünen und FDP geht es nicht um langfristige Erwägungen und schon gar nicht um das Wohl der Wirtschaft. Vielmehr will man eine gesetzliche Grundlage schaffen, um möglichst vielen Flüchtlingen in Deutschland durch den sogenannten Spurwechsel vom Asyl zu legaler Immigration ein dauerhaftes Bleiberecht einräumen zu können. Flüchtlinge sollen zu Einwanderern umdeklariert werden. Dieses Vorhaben ist ein politischer Missbrauch des Asylrechts und der Akzeptanz dieser wichtigen Rechtsinstituts in der Bevölkerung weiter schwächen wird. Meine Damen und Herren, Flüchtlinge sind keine Einwanderer, sondern Gäste auf Zeit, die Deutschland wieder zu verlassen haben, wenn die in ihren Herkunftsländern nicht mehr gefährdet sind. Nachdem der IS im Irak besiegt ist und der blutige Bürgerkrieg in Syrien hoffentlich seinem Ende entgegengeht, steht der baldige Rückkehr deswegen von etwa einer Dreiviertelmillion Menschen aus diesen Staaten, die nach Deutschland geflohen sind, nichts mehr im Wege. Sie werden dort dringend, nämlich für den Wiederaufbau gebaut, aus Humanqualität. Ihre zerstörende Heimat werden sie gebraucht. Doch die politische Linke sieht diese Zuwanderung als eine Bereicherung an und will möglichst viele von ihnen im Lande auch behalten. Sie sollten dazu beitragen, den Umbau Deutschlands in eine multiethnische Gesellschaft zu beschleunigen.
Das ist die ideologische Motivation, die hinter der Forderung von Rot-Grün nach einem Einwanderungsgesetz mit Spurwechsel steht und nicht die Bedürfnisse der Wirtschaft, für die man sich ansonsten herzlich wenig interessiert. Auch aus diesem Grunde lehnt die Gruppe Bürger in Wut den Antrag von SPD, Grünen und FDP ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke.